und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist meine Mutter, ich bin Sophia. Hallo. Und ihr seid auf dem Kanal Sophia Dilma. Heute ist nämlich Mama Mittwoch. Heute ist Mittwoch, 13.30 Uhr, da kommt jede Woche ein Mama Mittwoch online. Und heute haben wir das Thema, das kennt meine Mama nämlich noch gar nicht, Das Thema Frauenfeindlichkeit. Und zwar habe ich euch in den Kommentaren hier abstimmen lassen, was für ein Thema ihr unbedingt seht. Was ist das denn? Und zwar habe ich euch in den Kommentaren ja abstimmen lassen, was für ein Thema ihr als nächstes sehen wollt. Es war eindeutig das erste Mal. Dieses Video wird auch nächsten Mittwoch auf jeden Fall folgen. Es wird aber erst nächsten Mittwoch folgen, einfach weil auf meinem Hauptkanal zeitgleich ein weiteres Video erscheint. Und zwar über die Pille danach. Und dann könnt ihr euch sozusagen direkt durchklicken und habt dann auch direkt die wichtigen Themen im Überblick. Aus diesem Grund heute erstmal das Video über das Thema Frauenfeindlichkeit, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Frauen, was? Kannst du dir schon was drunter vorstellen? Nein. Okay, noch nicht. Also wir haben, beziehungsweise wir Frauen, wir haben ja oft das Problem, dass wir uns sehr, sehr viel untereinander vergleichen. Also nicht nur wir Frauen, sondern wir Mädchen. Ach so. Das fängt ja schon ganz, ganz früh an. Und dementsprechend reagieren wir ganz oft, beziehungsweise gibt es auch Phasen, wo man anderen Frauen gegenüber irgendwie feindlicher reagiert und auch irgendwie sich denkt, boah, das gönne ich der jetzt gar nicht. Oder, also man gönnt derjenigen nichts und ja, so kann irgendwie auch nicht wirklich... Konkurrenz sieht. Genau, so ein andauernder Konkurrenzkampf und irgendwie auch, anstatt eine Frau zu loben, weil man sieht, wow, zum Beispiel, die hat ja einen tolle Oberweite zum Beispiel, dann sagt man jetzt nicht, wow, hast du tolle Oberweite, sondern man spricht es schon in seinem Kopf schlecht und sagt, ja gut, eine tolle Oberweite, aber ihr Hintern ist scheiße. Ja. Wie ist es denn bei dir so? Oder hattest du Phasen, wo das mal öfters so war? Die Phasen, die kommen schon. Vor allem, wenn man jünger ist, desto schlimmer ist und ja, das ist reflektiert eigentlich die eigene Unsicherheit. Das ist das Schlimmste daran, ja, dass mit der Zeit man lernt einfach, je älter man wird und desto, wenn man schlechter andere Leute macht, vor allem Frauen, die man als Konkurrenz man sieht, dass ist ihre deine eigene Sicherheit, was du in dem Moment Unsicherheit, was du in deinem in diesem Moment widerspiegelst. Also es ist ja normal, dass man sich unsicher ist. Nur das Blöde ist halt, dass man es darin ausdrückt, indem man andere fertig macht. Genau, und indem man den anderen schlechter macht, anstatt sich selbst zu sagen, nein, ich bin toll und so wie ich bin. Klar, wir sind nicht alle gleich, aber es gibt auch andere tolle Menschen. Nicht nur ich und auch von Körper, von Charakter und so weiter. Ich finde, was wichtig ist, sich ins Gedächtnis zu rufen. Also ich kann ja noch mal kurz, ganz kurz sagen, wie es bei mir war. Also ich hatte auch so Phasen, da habe ich irgendwie an allem rumgemerkelt oder gucke, und das ist ja scheiße, die ist scheiße, das ist kacke, boah, der Charakter. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich dabei ganz, ganz schnell von weggekommen bin, einfach weil ich jeden Tag damit auf YouTube konfrontiert werde. Also ich kriege jeden Tag so viele Kommentare und darunter halt auch viele Kommentare wie, boah, was ist denn das? Also, das ist halt komisch, wenn man 80% der Kommentare kriegt, boah, du siehst toll aus, und dann kommen 20%, boah, heute siehst du ja richtig kacke aus, wie kann man so hässlich sein? Dann frage ich mich, was ist jetzt die objektive Wahrnehmung? Also, meistens sind die Personen, die sowas dann schreiben, wirklich sehr, sehr unzufrieden mit sich selbst und merken das gar nicht. Also, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich in den Sinn zu rufen, dass jeder von uns denkt, dass jeder ein Mensch ist und dass jeder von uns Unsicherheiten hat. Also nur weil ihr eine andere wirklich an sich innerlich bewundert, aber das in einer Missgunst ausdrückt, heißt das nicht, dass diese Person sich nicht auch unsicher ist. Vielleicht denkt die genau das Gleiche auch über euch. Und dann müsst ihr auch über euch überlegen, ist es schön, so negativ gerade auch über andere Frauen zu denken. Nicht. Ja, nein, es ist nicht schön, aber vor allem, das ist immer, wenn Männer auch anwesend sind und da kommt eine Frau dabei und dann wird sehr schlecht gemacht oder ja, dann wächst die Unsicherheit dadurch von einem selbst und dann wird der andere noch schlechter bewertet. Aber das kommt mit der Zeit weg, finde ich. Ich meine, jetzt bin ich jetzt Anfang 40 und ich denke, jetzt bin aber ich schon so weit. Dass ich Ende 30, optimistisch Ende 30, dass man sieht, dass es doch die Sicherheit den anderen Frauen gegenüber wächst. Klar, man ist manchmal trotzdem, manchmal zweifelt daran, aber das kommt schneller wieder, dass man, ich sage schon öfter, oh, das sieht gut aus, auch so den Frauen auch selbst. Oh, das ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig. Diese Bikini sieht an dir auch gut aus oder diese Kombination an Farben oder du hast einen tollen Charakter, du bist eine witzige Mädel oder eine witzige Frau. Das sage ich schon, weil es ist wichtig und ich glaube,
die Frauen untereinander, wenn sie sowas hören von einer anderen Frau, sind die immer ein bisschen so geschockt oder ein bisschen positiv überrascht, muss man sagen, weil einfach immer diese Konkurrenzdenken hat. Sonst ist. Ich setze mich, beziehungsweise ich glaube, wir beide setzen uns deutlich dafür ein, dass das aufhört, beziehungsweise dass man da wirklich, gerade weil es gibt auch viele Menschen, die ich kenne, die kommen da nie wirklich raus. Und ich muss auch sagen, wenn ich in einer Mädelsgruppe bin und dass irgendjemand sagt, boah, guck dir mal die an, da kriege ich ja schon Allergie. Also da ignoriere ich das komplett. Oder wenn es mir wirklich gegen den Strich geht, dann sage ich auch, ey, du hör mal, das war jetzt echt nicht notwendig, dass du es gesagt hast. Und ich denke, wenn ihr euch selbst dabei ertappt, dass ihr genau das macht, also andere Leute schlecht redet die ganze Zeit, obwohl ihr innerlich ganz genau wisst, dass ihr das nur schlecht redet, weil es euch in dem Moment nicht gut geht, dann geht bitte einen Schritt zurück und guckt euch auch vielleicht im Spiegel an oder so weiter. Mhm. Sagt, wo sind eure Unsicherheiten, woran wollt ihr arbeiten, und wenn ihr dann eine andere Frau seht, versucht sie eher zu bewundern und zu sagen, boah, das finde ich so toll an ihr, das will ich auch erreichen und das muss ich machen, damit ich genau das erreiche. Und wie meine Mama auch schon sagte, versucht es mal nicht, also umzuschlagen, anstatt zu sagen, boah, das finde ich alles so scheiße, geht direkt zu ihr hin. Und gerade wenn es Freundinnen sind, geht zu denen und sagt es denen einfach mal, einfach aus dem Nichts. Und ich sage euch, ihr persönlich, ihr werdet euch so viel besser fühlen, als wenn ihr diesen anderen Gedanken habt, weil ihr merkt, dass der andere Mensch richtig glücklich ist und sich freut. Und klar, das Selbstbewusstsein von denen steigert es, aber auch euer eigenes, weil ihr dieses Kompliment laut ausgesprochen habt und Stärke bewiesen habt. Ja, aber wie gesagt, es ist alterabhängig. Es ist normal, dass im Teenie-Alter, dass man nicht so fühlt. Nicht unsicher. Ja, klar. Man fühlt nicht so in dem Moment. Es ist normal, aber ich finde, man kann das schon früh erkennen, dass man einfach, es ist immer, finde ich, also es geht. Ich finde, es ist schon altersunabhängig, wenn man selbst einfach, man sieht ja immer wieder, so viele junge Mädels sind sehr, sehr unsicher mit sich selbst, mit dem, was sie tun, wie sie aussehen und so weiter und so fort. Versucht das wirklich mal, ganz, ganz bewusst, Leute, gerade wenn ihr momentan in so einem tiefen Loch seid, das ins Positive umzuwandeln. Alles, was ihr Negatives seht, versucht stattdessen das Positive zu sehen. Ich weiß, es klappt nicht immer, aber wenn ihr es schon bei den kleinen Sachen schafft, dann ergibt die Summe ja schon mal was viel so Positiveres und nicht so was Negatives. So ist das. Genau. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so darüber denkt, wie es euch aufgefallen ist, ob ihr momentan in so einer Phase seid oder euch auch selbst irgendwie dabei ertappt und was ihr so macht, um euch rauszuhelfen. Wie gesagt, Mama Mittwoch immer. Mittwoch. 13:30 Uhr. 13:30 Uhr. Mann! 13:30 Uhr. Und nächsten Mittwoch schaltet da unbedingt alle rein, denn da gibt es sozusagen das erste Mal. Und falls ihr meiner Mama auf Instagram folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. Sie hat nämlich übrigens einen Instagram-Kanal. Ja, ich verlinke euch hier mal den Namen und auch nochmal in der Infobox. Da postet sie auch ab und zu mal Bilder, falls ihr Bock habt, ihr ein bisschen nicht mehr so zu folgen. Oft, aber ab und zu. Aber ab und zu, das ist ja die Hauptsache, oder? Ja. Und hier, ich gehe mal kurz hoch, hier verlinke ich euch den letzten Mal Mittwoch und hier könnt ihr dann einmal klicken, um diesen Kanal zu abonnieren, und ihr könnt natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefällt. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.